lese jetzt nicht intensiv Nachrichten dazu, aber ich lese jeden Tag verschiedene Online-Medien, wo das ja ein großes Thema ist derzeit. Letztlich ist das Interessante daran, wie das wie überhaupt das Parteiensystem dort aufgebaut ist. Und was ja für so eine riesen Wirtschaftsmacht einfach irgendwie auch fast perfide ist, dass jeder quasi sich zum Präsidentschaftskandidaten erstmal aufstellen lassen kann, unabhängig, dass eh nur ein Zwei-Parteien-System gibt. Also eigentlich jetzt darüber, dass es nicht so gut wäre, wenn Donald Trump gewinnt. Ja. Eigentlich nur darüber, ob... Also bessere Chancen, denke ich, und hoffe auch, Frau Kim. Ja. Auch wenn ich da nicht mit allem einverstanden bin. Natürlich hauptsächlich irgendwie auffällt, ist, dass die eben diesen eigentlich einen, ja, ich würde sagen, in Deutschland eher als peinlich wahrgenommenen Kandidaten Trump, dass er da so an vorderster Front ist. Ich glaube, das wird ziemlich knapp, Alter. Ja. Schlimm wäre es, wenn Trump es wird. Ja. Ob es viel besser wird, wenn Clinton es wird, weiß ich nicht. Ich denke, die Beziehung würde sich verschlechtern. Inwieweit das jetzt Auswirkungen hat auf unseren Alltag, kann ich nicht sagen, aber... Doch, ich glaube, in der Politik wird das ein ganz schönes Erdbeben auslösen eigentlich. Ich bin irgendwie groß geworden in einer Zeit, wo das noch relativ normal war, dass die USA irgendwie ein verlässlicher Partner waren, und bin irgendwie auch in dem Glauben erzogen worden, dass das letzten Endes die Guten sind und man sich da irgendwie auch gerade auf militärischen Schutz verlassen kann. Also wenn Clinton gewinnen würde, glaube ich, würde sich gar nicht großartig was ändern, weil ich glaube, das ist wie Obama halt, würde dann gleich bleiben. Und Trump, ja, ich denke mir, der würde dann eher sich zur AfD mehr hingezogen fühlen. Ja, hätte ich Bedenken. Ja. Sind die US-Wahlen denn ein Thema, mit dem Sie sich auch befassen? Nein. Nein? Interessiert Sie gar nicht? Verfolgen das auch gar nicht in den Nachrichten oder so? Nee. Gerade das mit Mexiko finde ich recht, eine Grenze ziehen, und dann, das würde zu nichts Gutem führen. Also Linde, der hat die Erfahrung, so wie ein Mann. Ich weiß nicht, was lang geht, aber der kann nicht. Also was mir da sehr wichtig ist, dass sie vor allem für ein ordentliches Gesundheitssystem sorgen würde, weil ich glaube, dass die Amerikaner das einfach nicht haben. Ja, und Donald Trump, der steht mir viel zu weit recht. Ja, die Frage ist, wie es dann nachher, ich weiß jetzt, ich bin nicht ganz genau, wie die Sitze im Senat aussehen, aber meines Erachtens haben die Republikaner ja schon gleich das Übergewicht, was ja das Problem auch gerade in der Regierung ist, dass man kaum was durchkriegt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass doch vielleicht eines der radikalen Vorschläge von ihm und der sehr negativen kapitalistischen und arbeiterunfreundlichen und was weiß ich allen Vorschlägen vielleicht durchkommen. Also ich glaube, die haben den Donald Trump teilweise gewählt, weil sie ihn gut fanden, aber hauptsächlich würde ich jetzt ihn nur wählen aus Spaß. Zum Beispiel so auch Leute, selbst wie Hillary Clinton, halt auch von großen Firmen gesponsert werden, und ob das richtig ist, beziehungsweise dass ich finde, dass es nicht richtig ist, und dass ich das sehr kontrovers für so einen riesen Mann finde. Oh, die ist schon sehr elitär und arrogant manchmal. Also sie ist nicht wirklich, ich glaube nicht, dass sie wirklich weiß, was ein Liter Milch kostet oder wie das wirkliche Leben in den USA aussieht. Es ist eher so ein Grundgefühl, dass ich einfach aufgrund der Tatsache der Leute, die ich aus Amerika kenne, den Eindruck habe, der mit Sicherheit nicht repräsentativ ist, was da ja auch Umfragen zeigen, aber dass doch eine Mehrheit der Amerikaner die ruhige und vernünftigere Art dieser Kandidatin doch eher zusagt, als das, was Donald Trump da macht. Ist die Frage, inwiefern nicht alle anderen doch abhängig sind von den USA und gute Miene zu jedem Spiel machen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es sich so furchtbar verschlechtern würde, wie das hier derzeit gerade teilweise dargestellt wird, weil ich schon den Eindruck habe, dass US-Politik ja jetzt auch nicht nur von dem Präsidenten betrieben wird. Und auch wenn man sich an eine Zeit unter Bush erinnert, wo jetzt hier ja der Eindruck auch nicht unbedingt war, dass da unbedingt ein intelligenter, vernünftiger Mann im Weißen Haus sitzt, war das ja nun doch möglich, einfach aufgrund der Tatsache, ja, dass es notwendig war, da auch gemeinsam Politik zu betreiben und nach wie vor ein wirtschaftliches und auch politisch gutes Verhältnis zu den USA zu haben.